Gelsenkirchen, 10 Uhr morgens. Sie sind beladen mit einem Korb voller Gemüse und wollen wissen, wer kennt sich aus in Sachen Schlankmacher der Nation? Das ist Helmut Kohl, ja. Nein, ich weiß es. Kohl? Weißkohl? Kohl? Petersilie. Ja. Ich weiß nicht. Ja, vom Sehen weiß ich wohl, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Du hast Spieße? Was ist das? Blumenkohl. Nee. Zucchini? Nee. Keine Ahnung. Erschreckend, die Deutschen kennen ihr Gemüse nicht. Dabei sollten wir 5 Portionen pro Tag essen, um schlank und fit zu bleiben. Was fehlt, ist Aufklärung. Barbara Gassert ist Ernährungsexpertin. Björn Oltmer ist Fitnesscoach. Wir sind die Health Angels. Ihr Ziel, mehr Gesundheit für Deutschland. Ein 8000 Quadratmeter großer Supermarkt auf Schalke im Herzen von Gelsenkirchen. Hier kann man alles Essbare kaufen, was das Herz begehrt. Doch die Health Angels werden heute Spielchen spielen und dabei aufklären. Zu gewinnen gibt es 50 Euro. Derjenige, der sich besser auskennt in Sachen Ernährung und Fitness, wird Sieger. Machen Sie doch einfach mit. Hey! Hallo ihr zwei. Hallo. Wir sind die Health Angels. Gegeneinander treten heute an Mandy, 19, und Anna, 20 Jahre alt. Beide wollen rank und schlank und fit sein. Ich bin nicht allzu zufrieden mit meiner Figur. Ich könnte noch ein paar Kilos abnehmen. Das wäre eigentlich besser. Aber ich esse unheimlich gerne. Also, wenn ich richtig Hunger habe, dann ist mir das egal. Dann esse ich alles durcheinander, halt das, was da ist. Als ich bei Anna und Mandy gehört habe, dass sie echt zugeben, dass sie viel Fastfood essen und sich wenig bewegen, habe ich mir gedacht, oh, es wäre so dringend nötig, dass sie anfangen, sich über die Ernährung Gedanken zu machen und auch vor allen Dingen kleine Schritte zu verändern und dass sie anfangen, sich zu bewegen. Ran an den Speck, Spiel Nummer 1. Okay. Ihr habt 3 Minuten Zeit, alles einzukaufen, was ihr braucht. Ihr müsst entscheiden, was ihr wollt. Heute Abend gibt es Hühnersuppe. Ich bin jetzt gespannt bei diesem Spiel, ob in Ihren Köpfen überhaupt diese Möglichkeit existiert, dass man so eine Suppe aus natürlichen Zutaten zusammenstellen und kochen kann. In Hühnersuppe stecken wertvolle Inhaltsstoffe, die ideal zum Abnehmen sind. Hühnchenfleisch ist mager und hat viel Eiweiß. Das ist gut für den Muskelaufbau. Und wer abnehmen will, braucht viele Ballaststoffe. Die stecken im Gemüse, das außerdem voller Mineralien und Vitaminen ist. Mandy und Anna scheinen das allerdings nicht zu wissen. Die beiden führt der Weg zum Fertigsuppenregal und zur Tiefkühltheke. Beide packen Nudeln ein, auf die sollte man beim Abnehmen verzichten. Denn das sind Kohlenhydrate pur, die sich im Körper in Zucker verwandeln und dick machen. Vorsicht, wunderbar. Ich hab alles. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Anna hat Hühnchennudeln, Päckchensuppe und ein Glas Karotten gekauft. Mandy fasst dasselbe. Jetzt fehlt mir bei euch beiden allerdings das frische Gemüse. Ja. Also diese Karotten hier, die sowieso schon seit einiger Zeit im Wasser liegen, die werden dir in der Suppe komplett zerfallen und keinen guten Geschmack bringen. Suppe besteht aus Sellerie, Lauch, Karotten und Petersilie. Was in Päckchensuppen und Fertigprodukten drin ist, steht hinten drauf. Hartweizen, Grießteichwaren, jodierte Speisesalz, Geschmacksverstärker. Hier auch, was Sie gerade haben, Mononatrium, Glutamat, Dinatrium, Minosinat, Dinatrium, Guan, Ilat. Weißt du, was das ist? Nein. Genau. Irgendwelche komischen Sachen. Genau. Hier ist der Hund begraben. Wenn ich auf einer Zutatenliste gar nicht weiß, was das ist, dann bin ich immer besser mit bedient, wenn ich mich bei der Natur bediene. Man schaut sich das Kleingedruckte an. Da steht die Wahrheit hinten drauf. Haben sie nicht gemacht, deshalb auch keinen Punkt. Es steht 0-0, Spiel Nummer 2. Ihr macht es folgendermaßen, ihr stellt euch gegenüber, wir machen das jetzt vor, dann geht ihr in so eine Abfahrtsposition, dann könnt ihr euch wirklich in die Augen schauen dabei und dann gucken, okay, wer hält es länger durch? Wer kann es länger? Der kriegt nicht nur Punkte, sondern auf Dauer auch einen knackigen Po. Und so jetzt mal schauen, wer das länger schafft. Hände nicht abstützen, Hände vor. Da trainiere ich sehr gut Oberschenkelmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Das heißt, das alles wird fest und knackig und kann mir sehr viel von diesen teuren Kosmetikprodukten, die ich da drauf schmiere, damit diese Orangenhaut weggeht, kann ich mir sparen, weil der Körper bleibt knackig mit ganz einfachen Übungen. Hilft garantiert, wer es täglich macht. Und diese 5 Minuten hat doch jeder Zeit. Mit
tiefer. Okay, das ist ja ein Ski-Abfahrtsrennen ist gerade. Gehen wir jetzt auf die Zielgerade, das heißt noch ein bisschen tiefer. Die Arme mal so vornehmen. Noch tiefer, so tief wie es geht, runter in die Knie. Bereits nach 2 Minuten zwackt's im Oberschenkel. Das Popöchen beginnt zu zittern. So langsam geht den beiden die Puste aus. Bescheiden. Die Oberschenkel. Okay, ein bisschen durchhalten noch. Komm, auf geht's. Verbissen kämpfen die Ruhrpott-Freundinnen gegeneinander. Fast 5 Minuten sind geschafft. Doch wer kann's länger? Ah, nicht abstützen. 4 Minuten 52 Sekunden und Anna gewinnt. Gewinnerin, Punkt an dich. Boah, länger hätte ich das aber auch nicht mehr geschafft. Vielleicht ein paar Sekunden noch. Wo tat's am meisten weh? Hier an den Oberschenkel. Wirklich in den Oberschenkel? Hier, ja. Damit geht Anna in Führung. Machen Sie mit Beispiel Nummer 3 und Sie werden sich wundern. Wir haben hier für euch Frühstückscerealien, einen Fruchtjoghurt und eine ganze Tafel hochprozentige Schokolade. Ihr schätzt einfach, wie viel Zucker in Form umgerechnet von Würfelzuckern in diesen Dingen hier sich verstecken. Im Rennen eine Portion Frühstückscerealien, süß und lecker. Ein 250 Gramm Becher Fruchtjoghurt, hört sich gesund an. Und am meisten Zucker hat Schokolade, oder? Wo ist am meisten Zucker drin und wie viel? Raten Sie mit. Anna und Mandy verteilen zielsicher ihre Würfelzuckerberge. Beginnen wir beim süßen Crunchy Frühstück. Was haben Sie denn geschätzt? Eure Entscheidung steht? Ja. Mandy, du sagst 16 Würfelzucker. Anna, du sagst 15. Es sind 8 Würfelzucker. Okay. Hier. Da habt ihr euch beide sehr verhauen. In echt sind in so einer Portion Joghurt 13 Würfelzucker. Ui. 13 Würfelzucker. Wenn man die Männer fragt, sagen, was ist gut für eine schlanke Linie, sagen die automatisch Joghurt. Bei den Frauen genauso. Und es ist auch immer so diese Idee, ich esse abends nur was Kleines, mache einen Kühlschrank auf, 250 Gramm Joghurtbecher und gut ist. Und das finde ich wirklich mal schön zu zeigen, dass in so einem Fruchtjoghurt, vor allem dann, wenn er wenig Fett hat, unglaublich viel Zucker enthalten ist. 13 Würfel Zucker in einem Becher Joghurt. Was ist dann erst in einer ganzen Tafel Schokolade drin? Aufgepasst! Man kann sagen, in dieser Tafel Schokolade sind 6 Würfel Zucker. Ja! 6 Stück. Da denkt man, Schokolade hat immer automatisch viel Zucker. Ja. Der Tipp ist wirklich der hochprozentig. Hochprozentige Schokolade. Überlegt mal, das ist eine ganze Tafel Schokolade. Die isst man ja auch nicht auf einmal so weg. Aber so ein Becher Joghurt, der ist mit 3 Löffeln weg. Ne? Und ich habe doppelt so viel Zuckerwürfel hier, die Schokolade zu dem Joghurt. Ich werde in Zukunft nicht mehr so viel Joghurt essen. Der Punkt geht an Mandy. Yeah! Der Punktestand, Mandy holt auf, es steht 1:1. Jetzt wird's spannend. Okay, ihr zwei. Eine Frage zum Bewegungsthema, und zwar, wie kurbelt man am besten seinen Fettstoffwechsel an? A. Möglichst viel Kohlenhydrate vorher essen, vor dem Training. Das heißt Reis, Nudeln, Brot, damit man möglichst lange auch trainieren kann, das ganz lange durchhält. B. Ab und zu auch mal gar nichts essen und nüchtern trainieren. Oder C. Ganz wenig anziehen, gerade im Winter draußen, weil der Körper dann für die Wärmegewinnung ganz viel Fette hernimmt. Was glaubt ihr? Tja, wie kriegt man sein Fett am besten weg? Gar nicht so einfach. Nein. Okay, ich würde klar sagen. Okay, beide A. Ja. Was war A nochmal? Man soll halt viele Kohlenhydrate essen, bevor man trainieren geht, wie Nudeln, Reis und alles, damit der Körper länger ausdauerfähig ist. Okay. Muss ich euch leider enttäuschen, das ist leider falsch. Und zwar wäre B gewesen, genau wo du so gelächelt hast. Und zwar dieses nüchtern trainieren, ab und zu auch mal gar nichts essen. Also ein großer Tipp, den ich geben kann für Leute, die wirklich abnehmen wollen, ihren Fettstoffwechsel verbessern, in der Früh direkt aufstehen, Glas Wasser trinken und direkt raus, Turnschuhe an, halbe Stunde laufen, halbe Stunde walken. Dann ist für den Tag wirklich der Fettstoffwechsel angekurbelt und dann klappt es auch wirklich mit dem Abnehmen. So.
Ein Sättigungsgefühl nach dem Essen tritt in der Regel nach. Antwort A, 15 bis 20 Minuten ein. Antwort B, 5 bis 10 Minuten. Oder Antwort C, nach 30 bis 40 Minuten, also über einer halben Stunde. Wann, glaubt ihr, setzt unsere Sättigung ein? Wann sind Sie denn satt? Gleich nach dem Essen oder dauert das ein Weilchen? Habt ihr entschieden? Ja. Anna, was sagst du? Ich habe B genommen, 5 bis 10 Minuten war das ja. Ja, weil ich merke das selber, wenn ich zu viel esse, dann merke ich eigentlich sofort, dass ich satt bin. Sofort. Wie lange glaubst du, dass bei dir eine Mahlzeit... 5 Minuten. Isst du so schnell? Ja. Ja? Ja. Okay. Was glaubst du? Ich habe Antwort A genommen, weil mir hat das irgendwann mal einer gesagt, dass das ungefähr nach 20 Minuten einsetzt, das Sättigungsgefühl. Und seitdem versuche ich, mir auch Zeit zu lassen beim Essen, weil ich habe früher auch immer schnell gegessen. Und halt ein paar Mal mehr kauen und ein bisschen langsamer essen, dann wird man schneller satt. Dieser Punkt geht an Mandy. Yeah. Sie hat völlig recht. Die meisten essen so schnell, dass sie das natürliche Sättigungsgefühl gar nicht spüren oder es übergehen und schon wieder die zweite Portion auf den Teller laden. Würden sie langsamer essen, würden sie auch mal Messer und Gabel zur Seite legen, sich während des Essens unterhalten, dann dauert auf einmal eine Mahlzeit 15, 20 Minuten und nicht nur 5 oder 8 Minuten. Und sie merken, oh, ich bin satt und auf die zweite Portion kann ich gern verzichten. Der Gewinn, einen 50-Euro Einkaufsgutschein und natürlich jede Menge Tipps. Wir haben den Gewinner, die Gewinnerin. Und zwar herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mandy! Yeah! Dankeschön! Das ist dein Health Angel Gutschein. Ja! Cool! Du hast ihn dir verdient. Aber den teile ich mit ihr. Das gehört sich so. Ein klarer Sieg für Mandy und vor allem was dazugelernt, oder? Ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Sport machen. Ja, und ich achte ab jetzt auch immer, was ich esse. Vielleicht weniger Joghurt abends. Mehr Gemüse, also ich versuche es. Also ich werde schon versuchen, weiterhin ein wenig schlank zu bleiben. So lernt man spielend dazu, die Health Angels. Holly Griffiths auf Extremdiät. Die 22-jährige Britin ist 1,72 Meter groß und wiegt nur 51 Kilo. Sie ist extrem untergewichtig, besonders in ihrem Zustand. Denn Holly ist im 9. Monat schwanger.